Es gibt einen neuen Förderturm im Ruhrgebiet und der steht an der A40. Man sieht sie hinter der Lärmschutzwand. Und neben mir steht der Architekt dieser Raststätte, wo dieser Förderturm steht, Manfred Bayer. Das ist eine besondere Anlage hier, ne? Ja, die Anlage ist entstanden durch einen Wettbewerb, den wir für die Aral ausgeführt haben und uns dann gegen andere Bewerber im Jahr 2013 durchgesetzt haben. Die ist energieneutral, kommt auch zu. Ja, das ist ein Aspekt beim Wettbewerb überhaupt gewesen. Einmal eine sehr hohe Energieeffizienz, parallel natürlich mit anderen Dingen. Sie haben das eingangs schon erwähnt mit dem Förderturm seitens des Auslobers. Das war Straßen NRW. Beziehungsweise die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch Straßen NRW, hat in den Ausschreibungsunterlagen besonderen Wert darauf gelegt, eine Anlage zu bekommen, die neben der eben erwähnten Energieeffizienz auch einen regionaltypischen Charakter haben sollte. Und das haben wir versucht hiermit zu erreichen. Gucken wir doch mal uns an, warum die energieneutral ist. Wenn man hier auf die Dächer guckt, hier sehen wir das neben dem 26 Tonnen schweren Stahlgerüst, was hier im Schattenspiel auch zu sehen ist. Es sind begrünte Dächer. Und wenn man weiter hinten zur eigentlichen Tankstelle geht, da sieht man auch ganz in der Ferne Solarpaneele. Ja, was erzeugen Sie denn hier? Wir erzeugen diese Paneele, die Sie dort erwähnen, das sind also Photovoltaikpaneele. Diese Paneele, das ist also hinter diesem sogenannten Klimadach. Auf dem Klimadach selbst sind Luft-Wasser-Wärmepumpen untergebracht, die den zweiten Teil der Energieerzeugung darstellen. Der dritte Teil sind dann Solarpaneele, die auf dem geschwungenen Tonnendach hier zu sehen sind. Da stehen wir ein bisschen tiefer, das können wir nicht sehen. Schauen wir uns später dann nochmal an. Und der vierte Teil ist also die Wärmerückgewinnung aus den relativ hohen Abwärmemengen, die wir haben durch unsere Kühlung und auch durch den Bereich innerhalb des Restaurants, also jetzt Abwärme der Menschen. Und das wird im Grunde genommen über Wärmetausche anschließend unserer Energiegewinnung wieder zugeführt. Es sind 250 Quadratmeter PV-Anlagen und 20 Quadratmeter Solarthermie. Sie haben auch noch Abwärmetauschen, also Strom werden Sie nicht ausreichend für die Anlage beziehen, aber insgesamt kann man trotzdem sagen, energieneutral. Warum? Energieneutral jetzt im Bereich, jetzt nicht der Strom jetzt für das Braten und Kochen. Das ist also da natürlich nicht, denn das ist im Grunde genommen von der Frequenz der Anlage abhängig. Aber das, was wir im Grunde genommen an Energie verbrauchen für Wärmen, Heizen, Kühlen und so etwas, das ist also im Grunde genommen bezogen auf die Jahresbilanz so ausgelegt, dass wir da also weitestgehend neutral fahren werden. Ja, für alle Autofahrer, die aus Holland kommen, 190 Kilometer sind es von hier, wir stehen auf der Grenze Bochum-Dortmund, da gucken wir genau hin, ist es die erste Anlage, die erste Raststätte, die es hier auf der Autobahn A40 gibt.